Leute, was geht zu der nur grüne Waffen-Challenge in Fortnite? Diese Challenge gilt erst abgemeistert, wenn wir nur mit grünen Waffen einen epischen Sieg geholt haben. Und ich bin gerade live auf TikTok. Jeder spammt Creator-Code Auer in den Chat. Wisst ihr wieso? Jeder, der den Creator-Code Auer im Item-Shop einträgt, wird zu 100% von mir geaddet. Denn ich sehe jeden Epic Games-Namen, der meinen Creator-Code Auer im Item-Shop einträgt und der ein Abo und ein Like da lässt und sein Epic Games-Namen unten kommentiert in den Kommentaren. Derjenige hat die Chance, wie dieser Abonnent eine PS5 von mir persönlich vorbeigebracht zu bekommen. Digga, da finde ich jetzt eine graue Waffe. Ich habe gestern die nur graue Waffen-Challenge aufgenommen. Falls ihr die verpasst habt, gebt ihr euch. Die ist extrem krass, lustig, emotional, einfach wirklich sehr, sehr geil geworden. Wir machen diese Fortnite-Challenges extrem Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wir haben die erste grüne Waffe und ich würde sagen, sobald ich eine Pump habe, pushen wir in jeden Gegner rein. Und ich habe natürlich meinen Skin heute in grün. Letztes Mal hatten wir ihn in grau. Boah, nehme ich die Waffe mit? Ja, komm, wir nehmen sie auf. Digga, ich habe jede Eier bekommen, die man bekommen kann. Und WTF, dann findet man immer das, was man am meisten gebraucht hat. Okay, chill, Bro. Hallo? Drink? Ist er gerade zurückgegangen? Hat er mich ganz kurz gelasert und ist wieder weggegangen? Ja, hier, Bruder. Rahimi YouTube, Bruder. Kannst direkt von neu aufnehmen. Kannst du mal stehen bleiben? Ja, nice. Ich habe leider kein Dings 3D-Manöver. Sonst wäre ich schneller oben als keine Ahnung was. Aber, Bruder, ich tu dir doch einen Gefallen. Ich fighte den, der die ganze Zeit über dir campt. Und da machst du mir jetzt so. Und schießt mich hier von unten an. Was soll das? Was soll das? Ja, Mann. Jetzt wird er wieder kommen. Jetzt wird er wieder kommen und alles geben. Das ist immer so. Ich bin derjenige, der die fightet und die campen in der Box und machen nichts. Ich kann ja nicht mal wie ein Controller-Spieler in die Box reinspringen. Aber ja, drehen wir das Ganze mal um. Jetzt bin ich derjenige, der irgendwo campt und wartet, bis jemand kommt. Ich habe ehrlich keinen Bock mehr drauf. Digga. Fass es nicht. Was spiele ich hier, Leute? Oh mein Gott. Endlich mal eine Pump. Das war nicht die, die ich haben wollte. Aber wir haben endlich mal eine Pump. Ja, Bruder. Aua. Komm, bitte mach nichts. Ja, danke. Es gibt noch normale Menschen. Ich fass es nicht. Was ein Ehrenbruder. Nice. Nice. Okay, erster Kill auf entspannt. Ist das unser LeBron James Freund? Ja, der hat mich vorhin nicht angeschossen. Den werde ich auch nicht killen. So eine 31er Aktion bringen wir nicht. Das ist LeBron James. Der Ehrenmann. Warte, ich muss ihm helfen. Lass LeBron James Abi in Ruhe. Ja, ich hab dich gerettet, LeBron James. Weißt du, das ist gutes Karma.
Weil du hast mich gerettet, Bruder, und ich habe jetzt dich gerettet. Jetzt sind wir so mäßig auf den Quitt. Nein, lass LeBron James Arby in Ruhe. Nein, sie haben LeBron James Arby gekillt. Warum? Ich muss mich jetzt rächen für LeBron James Arby. Kommt noch irgendjemand mit Spider-Man? Zeigen Sie sich! Wir haben nur noch 2 Schuss mit der Dreckswaffe. Okay, Bruder. Oh mein Gott, zum Glück hat er Feind. Er bringt mir sogar eine grüne Havoc. Refresh, Alter. So ein geiler Refresh. Ich küsse doch dein Herz, Bro. Sogar noch Spider-Man-Hände. Größter Ehrenmann. Let's go. Wichtig. Warte, das wird mir wieder eine Third Party. Gar keinen Bock auf Third Parties. Hab nicht mal Fallschaden bekommen. Let's go! Digga, Miles Morales ist ja komplett lost. Okay, nein, ich nehme alles wieder zurück. Alter. Wir müssen kurz chillen, Leute. Nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Oh! Weg hier, Digga. Ganz, ganz schnell weg hier. Digga, ich habe so schwere Gegner. Die sind alle extrem krass. So. Geh in die Zone und fang ihn. Oh! Uiuiui. Er hat die Inselwaffe. Das ist gar nicht gut. Alter, ihr habt was gegen mich. Ich merk schon. Bist du im Gebüsch? Wir müssen jetzt uns eigentlich beide gegen den hier oben verbünden. Ja, genau so.
Genauso Kuzengovic. Nur auf ihn. Schieß! Versuch nicht hinterrücks auf mich zu gehen. Wag es ja nicht. Ey, du Bruder. Schieß jetzt auf ihn! Schieß! Schieß jetzt auf ihn! Er schießt nicht. Er schießt nicht. Er campt lieber hier irgendwo bei mir. Ja, das bringt uns doch beiden nichts. Boah, wenn er jetzt nicht gleich auf ihn schießt, ne? Dann pushe ich den neben mir. Er geht außen rum. Hä, was macht Travis? Was ist denn mit Travis los? Jetzt macht er den Play aus des Grau. Was willst du jetzt eigentlich? Komm, Travis, bitte hol ihn. Ja, stark, Travis. Ja, hast du davon, ne? Bist auf einmal im Sandwich. Crank die 90s, Bruder. Crank die 90s. Aber die Zone wird nicht langsamer. Crank sie. Okay, ich habe wieder Backzone. Ja, Bruder, ich muss das gewinnen. Einfach Moving Zone in Public. Ich fasse es nicht. Was willst du jetzt, Travis? Travis! Jetzt kommt einfach Travis. Weißt du, er fightet ihn und dann lässt er ihn wieder healen. Ohne Sinn, Digga, aber egal. Bro, er muss in die Zone. Ich bin schon in der Zone fast. Holt doch lieber ihn. Ehrlich, kein Gehirn. Was macht er jetzt? Macht er Zone Play? Ist der blöd? Wo ist der? Er hat uns gedirbert. Er hat wirklich so ein Play gemacht. Alter, du bist cracked. Nice. Nice. Ja, das war der Zone-Tot-Video. Let's go, Leute. Also, ich hab's euch gesagt, mit grünen Waffen schaffe ich das. Also, die Sache ist, die Lobbys sind bei mir viel, viel schwerer. 5 Kill-Win auf locker. Ich habe jetzt sogar ein Geschenk bekommen auf TikTok. Leute, ich bin jeden Tag live auf TikTok. Folgt mir unbedingt auf TikTok, vergiss nicht ein Abo und ein Like dazulassen. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Danke für den ganzen Support und tschüss.